Münze rein und Gaspedal durchtreten. So ausgelassen wie in Kindertagen sind Steffen Veth und Yannick Kulbacher im Luisenpark in Mannheim. Die beiden Profis verbindet eine langjährige Freundschaft. Bereits bei der HSG Wetzlar funktionierte die Achse Kulbacher-Veth herausragend. Die Nationalspieler sind der Beweis für ausgezeichnete Förderung junger Spieler bei der HSG Wetzlar. Neben ihnen reifte auch Torwart Andreas Wolf zu einem Weltklasse-Spieler. Nach 2 Jahren auf getrennten Wegen sind zumindest Veth und Kulbacher jetzt wieder auf dem Spielfeld bei den Rhein-Neckar-Löwen vereint. Steffen und ich kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, haben auch in der Nationalmannschaft ja immer wieder zusammengespielt und demnach ist das nicht weg. In der Vorbereitung konnten wir das ganz gut wieder aufbauen und verstehen uns auch im Privaten sehr gut. Demnach kann das nur ein Vorteil sein. Auf der Platte harmonieren die beiden und auch privat stimmt die Richtung. Sie sprechen nicht nur über Handball. Auch Themen abseits des Sports sind den beiden Fulltime-Profis wichtig. Steffen ist Botschafter der deutschen Krebshilfeaktion Handball hilft. Das schätzt Yannick sehr am Teamkollegen. Und umgekehrt schätzt Steffen das vertrauensvolle, offene Ohr von Yannick. Für mich ist das sehr schön, weil man einfach so auch in gewisser Weise eine Bezugsperson hat. Ja. Also mit der man auch mal privatere Gespräche führen kann, als vielleicht mit Leuten, die man nicht so gut kennt. In dieser Saison soll die gemeinsame sportliche Karriere vergoldet werden. Neben einer erfolgreichen Ligaspielzeit mit den Rhein-Neckar-Löwen haben die beiden Nationalspieler vor allem ein Ziel fest im Blick. Die Heim-WM 2019. Diesen Titel wollen beide Europameister unbedingt. Hierfür werfen beide alles in die Waagschale. Wir wollen uns natürlich bestmöglich vor unserem heimischen Publikum präsentieren und wollen dann nach unserer schweren Gruppe schauen, dass wir die erstmal gut überstehen und dann so weit wie möglich kommen am Ende. Ich hoffe natürlich, dass die Hallen voll sein werden, dass wir gute Leistungen abrufen werden und dann auch so die Halle richtig hinter uns bekommen und die Zuschauer, dass das eine super Atmosphäre wird und hoffe dann natürlich, dass wir auch weit im Turnier kommen. Bis dahin bleibt aber noch genügend Zeit, um sich in der DKB-Handball-Bundesliga zu beweisen. Einen festen Rückhalt finden die beiden Familienmenschen nicht nur zu Hause, sondern auch in ihrem Zimmerkollegen. Ein Gespann, das funktioniert. Auf der Platte und privat.